Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pixel Boy and the Ever Expanding Dungeon. Ja, ich habe jetzt seit einer knappen Woche nicht mehr gespielt, jetzt werde ich weiterhin aufnehmen. Und wir müssen erstmal hier unsere Schüsse wieder einbinden, einstellen, dass wir sie verwenden. Und wir gehen jetzt in den Akt 2. Weil in den ersten kommen wir ja gar nicht mehr rein, glaube ich. Nee. Jetzt gehen wir in Akt 2. Und schauen mal, wie das da jetzt so wird. Keine Ahnung. Hier Mobmaker 9000 wieder. Was kriegen wir denn hier für neue Mobs? Die beiden in der Mitte kenne ich, die äußeren beiden nicht. Oh ja, jo, jo, jo. Und jedenfalls sagen sie mir gerade nichts. Act 2, Level 1. Bigger Dungeons. Harder enemies. And well, water, I guess. Der hat gerade gesagt Wasser. Oh, doch, meine Rüstung, da muss ich jetzt aufpassen, die kann ich hier reparieren. Die war arschteuer, deswegen werde ich sie auch öfters reparieren. Einfach mal stumpf sagen, ich gehe hier hoch. Ja doch, die Spinnen, die von oben kommen, kenne ich. Uiui, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Das Ding fliegt anscheinend, okay. Naja, hier schon das blaue Teil. Oh, das fliegt auch nicht. Sah vielleicht nur so aus. Eine Menge Schaden mache ich auf jeden Fall. Das ist schon mal super. Ah, das Ding kommt auch von oben runter, okay. Gut zu wissen. So. Bis jetzt wurde ich noch nicht getroffen. Das ist schon mal ein Vorteil. Ja, stimmt, mit Rechtsklick kann ich Dinger ja rotieren lassen. Ach, und damit kann ich die Gegner auch töten. Ist ja geil. Und Power zieht das auch, glaube ich, nicht, oder? Doch, zieht es. Eieiei. Da muss ich drauf aufpassen. So. Was habe ich da denn eben aufgesammelt? Weiß nicht, sah irgendwie so komisch aus. So, hier. Ihr leuchtet alle so hell. Müsst dadurch sterben. Und kommt ihr auf jeden Fall relativ viel Geld. Kommt noch eins runter. Oh, von was bin ich jetzt getroffen worden? Ich weiß es nicht. Ich schätze einfach von irgendeinem Schuss. Hier, zack, da kann ich dann die Dinger auch kaputt machen. Uiuiui. Also irgendwie machen die, glaube ich, nicht nur einen Schaden, wenn sie mich treffen. Ach, da ist noch eins. So. Das ganze Geld natürlich einsammeln. Scheiße. Ne, die machen 3 Schaden pro Treffer. Kommt das hin? Ne, das kommt nicht hin. Haben sie mich öfters getroffen, glaube ich. Schon wieder. Ja doch, der macht mir 3 Schaden pro Treffer. Das ist natürlich echt herzallerliebst. Das da, was ist das? Ach, damit fülle ich mir die Schüsse auf. Das ist ja cool. Das weiß ich nicht. Ich bin gerade mal überlegen. Ja, nee, ich gehe jetzt schon zurück zum Spawn und repariere mal meine Rüstung. Einfach weil ich es kann. Nein, einfach weil ich keine Lust habe, dass meine Rüstung gleich kaputt geht. Die war teuer genug, da will ich die jetzt auch noch länger haben. Chase, so. So, ah, wieder Munition, cool. Aber so viel füllen die. Okay, was heißt viel? Immerhin füllen sie was auf. Schon mal ein Vorteil. Kann ich mir irgendwas Neues schon kaufen? Nee. Das Wasser. Habe ich eine Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wasser machen kann, deswegen. Ich weiß nicht, ob ich das. Ach so, das schiebt mich nur hin und her. Da kommen 2 Viecher auf mich zu. Meine Güte, warum sagt mir das keiner? Mehr macht das auch nicht. Das schiebt mich nur hin und her. Da passt mir auch nichts. Nö, okay. Ich treffe das Viech nicht. So, du bist tot, ja.
Schöne Sache, schöne Sache. So. Ich find's gut, dass die Gegner jetzt auch Munition fallen. Also hier diese. Ja doch, Munition. Kann man das Munition nennen? Eigentlich ja schon, ne? Lass die Munition fallen lassen, ist cool. Aber die verlassen trotzdem noch relativ wenige Schlüssel fallen. Finde ich jedenfalls. Oh! Gegner. Wo war ich denn schon überall? Ah, hier unten war ich zum Beispiel noch gar nicht. Jetzt war ich hier. Aber hier unten war ich noch gar nicht. Dort. Ah, hier ist das rote Teil. Red Piece Collect. Ich glaube, jetzt habe ich alle, ne? Ja. Ich hätte den RGB-Key, aber ich will noch nicht raus. Ich kann ja noch überall hier hin und gucken und alles. Das mache ich natürlich auch. Gehen wir nur nach ganz oben und jetzt hier mal nach rechts. Ist das so? Hier geht es immer noch höher, okay. Komm runter. So, da oben ist nichts mehr. Das Ding kann springen. Okay, wenn springen kann ich es nicht erreichen anscheinend. Kommt auch noch was runter. So, tot. Komm runter. Oh, da kommt noch eins. Oh, Alter, zu viele Gegner. Uiuiui. Ich sollte spätestens in der nächsten Ebene meine Rüstung reparieren wieder. Jetzt bin ich die wieder los und das wäre scheiße. Weil so viel Kohle reingesteckt und dann plötzlich weg wieder. Nee. Weiß nicht, ich glaube 250 waren es das letzte Mal. Die habe ich jetzt noch nicht mal wieder. Ich könnte mir die Rüstung gerade noch nicht mal nochmal leisten. Deswegen ist das vielleicht nicht so gut, wenn die jetzt kaputt gehen würde. Aber dann will ich jetzt auch endlich mal wieder Muni haben. Oh. Scheiße. Ich bin gerade schlecht. Hier irgendwo noch was. Ich hätte dich gesehen gehabt. Ich habe jetzt auch gesehen. Dich da unten habe ich gesehen. Ich denke mal, da können Sachen durchschwemmen, wenn sie da reinfallen. Aber da komme ich gar nicht durch. Ne, von hier komme ich dann nicht durch. Da muss ich weiter unten da durch. Spinnen! Spinnen! Scheiß Käfer! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Wo ist der Spawn? Wo ist der Spawn? Runter, runter, links und weiter. Hier runter. Hier runter. Hier links. Und hier weiter. Huiuiui. Ah, super. Jetzt habe ich wieder auch noch so einen Scheißschuss. Erstmal hier bei Chase. Jetzt habe ich nur noch Growing Dinger. Ich glaube, es ist nicht so praktisch, 7 Teile davon zusammenzusetzen. Habe ich aber jetzt getan. Das ging mir jetzt eben noch einfacher. Dann löscht von da runter. So. Geld. Gib mir das Geld. Geld, Geld, Geld. Munition. Munition ist jetzt auch noch ganz wichtig, damit ich einfach hier die Growing Bubbles da. Bubbles. Wie ich immer auf Bubbles komme. Growing Pixels habe. Nochmal, cool. Das sind die gleichen, oder? Growing Pixels und Growing Pixels. Ja, okay. Aber wenn ich zweimal habe, werden sie größer. Noch mehr Bubbles. Noch mehr Schuss, nicht mehr Bubbles. So, wo noch hin? Hier rechts war ich noch nicht. Da liegt noch Geld. Ah, doch, hier rechts war ich schon. Nee, war ich nicht. Ich habe nur die Dinger da getötet. Schon wieder ein Schuss. Schon wieder eine Nachricht, würde ich sagen. Komm da runter. Oh! Mann, ich dachte, ich hätte getötet.
Ah, dann kann ich gar nicht schießen, wenn ich das Schild draußen habe. Sehr bescheuert. Oder bescheiden. Stopp da! Tot. Tot! Alter. Ich treffe nicht. Geh ich jetzt unten lang. Hier ist noch eine Spinne. So. Super, jetzt soll ich nochmal meine Rüstung aufladen. Was jetzt aber? War ich schon überall? Da oben ging es nicht mehr weiter. Dazwischen sieht doch so aus. Ja, doch, da war ich noch nicht. Dann gehe ich da jetzt mal hin. Ja. Oder nee, ich probiere jetzt erstmal aus, nochmal hier zum Spawn zurückzugehen. Ich will nämlich gerade mal wissen, ob, wenn ich hier den Trank trinke, ob dadurch meine Rüstung auch heile geht. Nein, natürlich nicht. Ah, wie viel muss ich? Na, 70. Scheiß doch drauf. So, was hast du hier nochmal mir zu bieten? Ich will nochmal einen Treasure Key. Da habe ich nochmal einen Treasure-Raum. Wo ist denn der? Hier hoch. Noch einen hoch und dann nach rechts, ne? Ja. Will jetzt eine Kiste hier öffnen. Nehmen wir die da. Explosion One-Time-Use. Ah, toll. One-Time-Use ist nicht so meins. So, ich wollte hier nämlich in diesen Raum rein. Hier war ich nämlich noch nicht. So, das war's schon, oder was? Ein Gegner drin. Das ist aber herzallerliebst, ne? Das ist echt herzallerliebst. So, dann gehen wir nochmal zum Spawn zurück, fällt mir gerade auf. Denn ich muss noch in den diese Special-Abteilung da, oder Special-Abteilung, das hört sich doof an. Hier da unten und links hin. Oh! Warum war denn da plötzlich ein Gegner? Ist doch kacke. Habe ich nicht gesehen. Munition und ein Schlüssel. So, tot, den scheiß Viechern. Wo kommt das Viech her? Die springen immer. Muss aufpassen, dass meine Rüstung nicht ganz kaputt geht. Alter. Die kann man nur am Kopf treffen. So. So, tot. Tot. Kann die Sachen erst aufsammeln, wenn das Viech da oben kaputt ist. Sonst lohnt sich das ja gar nicht. So. Pixel Shield. Flaming Pixels. Und bla 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 One-Time-Use. Invulnerability-Dingens. One-Time-Use. Ah, jetzt habe ich. Stimmt, ich habe brennende Pixel, ne? Ja. Und da gab es jetzt zwei Schlüssel insgesamt. Wo ist der hin? Ah, den habe ich eingesammelt, okay. Hä? Das Viech war doch schon tot. Nein, anscheinend ja nicht. Schon wieder eine Nachricht, Alter. Ich kann sich doch nicht mal. Meine Güte. So. Wir laufen jetzt nochmal hier zu dem. Hier rechts hin. Öffnen wir mal die Kiste da. Heart of Gold. Was ist ein Heart of Gold? Heart of Gold is grants you bonus maximum health while equipped. Okay, was wählen wir mal ab? Hier Growing Pixels mal weg, das Ding dafür hin. Aber ich brauche gerade kein Leben. Nee, warte mal. Das wieder weg, das da wieder hin. So, hier nochmal. Pixel Shield nochmal. Coole Sache, wie ist das jetzt eigentlich? Das will jetzt nochmal. Nein, das habe ich nicht ernsthaft Q gedrückt. Oh, wer legt den Schmarrn denn bitte auf Q? Scheiße. Na, jetzt will ich mal kurz gucken, wenn ich den da wegnehme und nochmal Shield Pixel nehme. Ha, jetzt habe ich schon mal drei. Cool. Ich bleibe bei Flaming Pixels. So, und die Folge ist vorbei. Deswegen gehen wir jetzt nochmal schnell in die nächste Ebene. Hatten wir noch irgendwas? Ne, nächste Ebene. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.
Ich hoffe, euch gefällt's. Bis dann, Leute. Ciao.